unendliche Möglichkeiten. Forschung. Analytische Fähigkeiten. Chancen. Wichtiges Feld für Medizin und Wirtschaft. Aber auch ein bisschen Unbehagen. Das Ziel künstlicher Intelligenz ist es, die neuronalen Abläufe in unserem Gehirn in einem Computercode nachzubilden. Das menschliche Gehirn enthält etwa 100 Milliarden Neuronen, die miteinander verbunden sind. Sie bilden die Grundlage dafür, dass wir abstrakt denken und entscheiden können. Es gibt die sogenannte schwache KI. Das sind von Algorithmen gesteuerte Systeme, die für ein bestimmtes Anwendungsfeld entwickelt wurden. Dazu gehören auch Sprachassistenten wie Alexa und Siri oder die automatische Bilderkennung im Internet und Smartphone. Alles KI, die wir schon längst nutzen. Die starke KI hingegen gibt es noch gar nicht. Sie würde über die gleichen intellektuellen Fähigkeiten verfügen wie ein Mensch. Oder diese sogar noch übertreffen. Eine starke KI wäre also in der Lage, Erlerntes auf andere Bereiche zu übertragen. Bis heute aber war noch niemand in der Lage, eine starke KI zu entwickeln. KI ist bereits fester Bestandteil in unserem Alltag und wird unser Leben weiter verändern. Sie hilft uns im Gesundheitswesen, Krankheiten früher zu erkennen und in der Diagnostik Entscheidungen schneller zu treffen. KI wird einen großen Nutzen bringen für den ganzen Gesundheitsbereich. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen dem DFKI und der Universitätsmedizin. Dort werden Diagnostikverfahren entwickelt, um beispielsweise im Bereich der individualisierten Krebstherapie Fortschritte zu machen. Wenn Krankenkassen beispielsweise Apps wie ADA Health umsetzen und somit konkret KI für ihre Versicherten nutzbar machen, dann glaube ich, befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Doch mit der neuen Technologie kommen auch Fragen auf. Was erwarten wir zukünftig von intelligenten Maschinen? Wie verändert ihre Präsenz unser gesellschaftliches Miteinander? Was müssen wir tun, um den Einsatz von KI sicher zu machen? Worauf müssen Politik und Gesellschaft achten? Meine Vision ist, dass es uns gelingt, die Chancen der KI wirklich zu nutzen und gleichzeitig darauf achten, auch als Staat, dass die Menschen sich darauf verlassen können, auch vertrauen zu können in diese neue Technologie. Das bedeutet, dass wir ethische Fragen zu beantworten haben, rechtliche Räume schließen müssen, aber gleichzeitig die Forschung, die Entwicklung auch nach vorne bringen müssen. Künstliche Intelligenz wird alle Bereiche unseres Lebens verändern und wir sollten jetzt tunlichst die Möglichkeiten nutzen, dass sie sich entwickeln kann, dass sie ausprobiert werden kann. Aber wir müssen auch darauf achten, dass Menschen am Ende Entscheidungen treffen und nicht Computer. Es ist wichtig zu wissen, wann beispielsweise KI eingesetzt wird. Es ist wichtig zu wissen, wie solche Mechanismen laufen, wie etwas funktioniert, dann glaube ich, ist auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, größer.